Willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play Tempest Pirate. Tempest Pirate. Jetzt weiter geht's, neue Folge. Wir sollen jetzt unseren Freund wieder suchen, Jack. Und das ist jetzt grün markiere auf die Karte. Und da ist der Ziel, wo unser Jack ist normalerweise unterwegs in diese Richtung. Ja, ihr, Sie sehen auch, das wollte ich euch erklären. Symbol, so rot Markierung, das sind auch entweder zum Beispiel hier eine Insel mit einem Schatz zu suchen, oder hier zum Beispiel ist unsere Quest auch, die auch uns sagen, ob hier steht uns die Quest zu absolvieren. So ist das auch jetzt geplant. Okay, jetzt wir sollen nach einem anderen Schiff sehen. Wo ist der? Aha, der ist drüben. Okay. Das heißt, wir sollen auch darüber segeln. Und da gehen wir auch in die in dem Richtung zu unserem Freund zu treffen, der Jack. Okay, das dauert auch nicht mehr so lang. Man könnte auch beschleunigen, aber ich mache das auch nicht. So, jetzt. Boom. Mary Jack ist wieder bei uns. Leider folgt diese freudige Nachricht gleich eine traurige. Unser Schiff Jung genommen die der Aff hat den schrecklichen Angriff der Kreatur nicht überlebt und Petros wird schon wieder von Sklavenhändler gefangen, als wir an der Insel Amelia anlanden. Okay, sag ich ein Piratschiff. Es ist Richtung ausgefahren. Vielleicht haben sie Sklaven an Bord. Wir müssen sie aufhalten, bevor es ist, zu spät ist. Besiegt die Sklavenhändler und befreit Petros. Und du erhaltest. Okay, und wir erhalten eine besondere Crew-Mitglieder. Okay, annehmen. Und das sollte man auch jetzt suchen. Nach diesem Händler. Aber gut, der ist noch die Frage. Ist der gleich hier? Ich glaube eh nicht. Ich glaube, dass ich muss raus. Und die Stürme, da ist Sturm. Okay, ich guck mal auf die Map. Ah, darüber ist er. Der Schiff ist darüber. Und das geht weiter mit unserer Quest. Treue Freund. Und da ist die Sklavenhändler-Schiff. Und die muss man besiegen jetzt. Ich hoffe, das wird auch funktioniert. Nochmal schön. Ich weiß auch, wie das funktioniert. Wie das kann's. Okay. Jetzt, wo ist der? Darüber. Okay. Dann müssen wir auch weiter segeln. Volle Kraft voraus, ja. Das ist kein U-Boot. Aber darüber ist dieser Händler, Sklavenhändler. Und da müssen wir diese Schiff endlich mal fertig machen. Okay. Er ist auch schon bereit. Für Feuer. Okay, aber da bin ich auch bereit. Okay, ich habe auch erstmal geschoss, aber das hat auch nicht so was gebracht. Okay. Da müssen wir auch. Ach, uiui. Da hat der Raum mich getroffen. Okay, Moment mal. Wo ist der? Wo ist der? Aha. Darüber ist der. Okay. Ja, jetzt. Kameraperspektive muss man auch.
relativ schnell enden. Enden. Sehen wir auch. Oh, aber da ist auch in dem Gebiet, ja, das sind die Türme, die uns auch Schade bringen. Ich mag dieses Sklavenhändler nicht. Ich bin zwar selber ein Pirat, aber es handelt mit Schmuck und weiter. Okay. Jetzt Achtung, ich muss auch langsam. Ah, ja, das war auch klar, dass ich mal auch Unfall. Okay, aber aufnehme. Ah, ich habe an etwas aufgenommen, oder? Aufnehmen, okay. Ich weiß auch nicht, ob wir haben die Schiff verloren. Mit Sicherheit ja. Aber darüber will ich auch nicht unbedingt hingehen, weil das sind auch, das ist eine Gefahr, dass die schießt auf uns. Okay, und Sie sehen auch, dass hier ist auch die Schade an dem Schiff. So, aber jetzt normalerweise, ich habe die Quest erledigt. Ich glaube, wir können auch nachschauen. Moment, war das die Quest? Quest. Aha, treue Freund, ja, untersucht das Gebiet der Vengeance Insel in Nordwest. Vielleicht ist gerade noch am Leben und wir finden ihn. Okay, ist Gerard, ich habe gerade gesagt, Gerard noch am Leben. Okay, wir sollen nach diese ins Gebiet Vengeance. Okay, das machen wir auch, aber ich muss erstmal gucken. Irer darüber. Okay, muss man in Reise. Okay, und dann gehen wir auch schnell darüber. So, Sie sehen auch, dass es ist auch trotzdem sehr viel Action zu. Es gibt sehr viel zu. Ah, treue Freund. Okay, ihre. Okay, darüber sollen wir etwas finden. Okay, aber. Aha, darüber. Okay. Da ist unser Ziel und die Sonne scheint, kommt hoch, so, oder der geschlafe. Aber darüber, wo ist die blaue Markierung, ist unser Ziel. Okay, ich bin auch nicht mit volle Segel, und das kann sein, dass ich muss auf dieser Insel auch einen Spaziergang machen. Das wird man auch erleben, gemeinsam. Ich habe das auch in die, wo ich habe das so der Spiel getestet. Da war auch irgendwie auch im Insel Besichtigung zu machen und auch zu kämpfen. Aber ich weiß nicht ganz genau, ob es etwas irre zu machen. In der Ferne sehen wir ein Feuer. Als wir nachher kamen, erkennen wir das. Dass es ein Löschfeuer war, das unser alter Kanonier Gérard in Französisch oder Gérard in Deutsch angezündet hat. Wir fanden ihn gerade noch rechtzeitig. Er war bereits bewusstlos und war auch wahrscheinlich bis zum nächsten Morgen gestorben. Wir müssen warten, bis er sich erholt hat. Vielleicht weiß er, was mit Ludwig passiert ist. Wacht.
waren Gerard sich erholen. Okay. Wir müssen jetzt warten. Das heißt, wir müssen warten. Okay, gut, aber wie lang? Das ist noch die Frage, wie lange müssen wir warten? Bestimmt könnte ich das sehen. Meine Crew? Nein. Die Überholung ist nur im Hafen möglich. Ah, jetzt. Ah, okay. Wir haben noch zwei Mitglieder jetzt. Okay. Das heißt, wir können jetzt wieder reisen zu einem neuen Ziel. Zum Beispiel hier ist wieder was. Man könnte auch direkt hingehen. Reisende Wirtschaft. Okay, werden wir sehen. Es dauert ein paar Tage, bis unser Kanonier widerspricht kommt. Als die Welle ihn davon trüge, wartet er ein Schiff der Säcker an der Untergangsstelle. Wir müssen zum Silber. Insel zum einzigen Ort unseres Archipels, den sie unter Kontrolle haben. Fahrt zu Silberinseln, die Leute dort wissen wahrscheinlich, wo Ludwig ist. Okay, und wir erhalten wieder jemand Neues. Okay. Aber gut, wir sind jetzt reisende Wissenschaftler. Im Af erhielten wir den Brief an Hoch. Angesehene Säcke. Er nahm sich nicht beim Namen, aber fragt, ob wir ihn Crewmitglied aufnehmen könnt. Er behauptet, im Umgang mit dem magischen Stein sehr erfahren zu sein und meinte, ich sehe alle von unserem Rühm wieder. Okay, ich soll voll die Hauptstadt der Säcke besuchen. Ihm besser kennenlernen. Besuche die Hauptstadt der Säcker in der Geistersee. Okay. Aber jetzt, wir haben sowieso jetzt eine Quest abgeschlossen mit unserem treuen Freund. Okay. Das heißt jetzt, ich könnte so effizient, okay. Bootsmann, ich kenne den alten Rick seit meiner Kindheit. Er war Bootsmann auf dem Schiff meines Vaters und kennt sich aus in Geschäfte. Auch wenn man ihn zu sonst nicht brauchen kann. Er ist mir treu bis in den Tod. Okay. Gut. Haben wir unsere neue Mitglieder. Aber das ist auch nicht. Fertig, weil wir haben noch eine neue Mitglieder. Ah, in Effizienz. Ah, ja. Jetzt, man könnte auch ihn auswählen. Okay. Bootsmann, okay. Nein. Da kann ich auch nicht sagen, dass wir nehmen diesen Bootsmann. Aber der Maulere. Kanonier. Gerard. Verlor an Augen Kanonenkugel ein Loch in das Schiff seines alten Kapitäns. Schlug der Kapitän, dachte dann, dass Gerard zu nicht mehr nütze sei und ließ ihn. Nun habe ich ihn seit ein paar Jahren in meine Crew. Okay. Verwende. Dann haben wir auch Effizienz jetzt. Und ja, hier, wir können die Schiff reparieren. Okay. Dem Schiff ist auch vorliegen wieder neue. So, neu nicht, aber. Wir haben dem Schiff repariert. Die Säcker nahm Offizier Ludwig an Bord und nun arbeitet er für sie. Leider will Admiral ihn uns nicht. Ihn uns nicht herausgebe. Wir können aber trotzdem unsere Freunde befreien. Wir tauschen ihn gegen 300 Sprenggranaten. Eine, das ist unsere
einzige Chance, ihn zurückzubekommen. Besorgt 300 Sprenggranaten und bringen sie Admiral Vincent. Vincent, okay. Wir müssen jetzt Sprenggranate finden, okay. Aber okay, wir sollen auch schauen über die Beste. Die Säcke verfügen über eine geheime Wiese, was die Kraft der Artefakte angeht. Und spricht darauf, diese bei ihre Verfolger anzuwenden. Die Säcke sind Wissenschaftler und Forscher in unserer Welt. Sie interessieren sich für Technik, führen Expeditionen durch und betätigen sich im Bergbau. Die Returner sind von großem Interesse für die Säcke. Okay. Erzbergbau. Okay. Das könnte man auch anfangen. Um dein Ansehen unter der Säcke zu erhöhen, musst du manchmal die Schmutzarbeit erledigen. Wir müssen Erz aus dem östlichen Gewässer aus am Lagerhaus auf der Silberinsel liefern. Hol dir ein Erlaubnis, um das Erz aus den Minen in der Schwarzen Lagune zu laden. Okay, annehmen. Ja. Jetzt. Wir haben jetzt neue Quests. Und das Geld, so die Münze, die steigen noch nicht, aber gut. Wir gehen wieder. Sowieso, wir müssen irgendwie. Okay, man könnte auch versuchen, darüber zu gehen. Oh, darüber, weil, ja, wie gesagt, wenn das gibt Türme, das ist auch nicht gut. So, neben Hauptstadt, okay. Da ist auch keine. Oh, die Lager, ja, jetzt unser Lagerraum werden leider zunehmen, ja, weil die Leute, die wollen auch die Moral behalten mit rum. Okay, hier war nicht etwas zu sehen. Gut, die Details sind auch sehr, sehr gut gemacht in dem Spiel. Zugeben, dass die haben auch etwas sehr schön gemacht. Okay, und weiter geht's. Aber ihre ist noch eine Schiffe. Die Einverhandlungen. Ah, okay. Das werden wir auch machen. Okay, jetzt steht eine Schiff. Ich weiß auch nicht. Er ist darüber. Oder? Okay. Wir sollen darüber gehen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass wir müssen kämpfen. Nein, er steht auch gerade zu rechts neben dran. Okay, ich versuche auch keinen Unfall zu bauen, weil sie sehen auch, das geht auch schnell, dass man auch Unfall bauen. Aber die Galeon, der ist sehr gut gemacht. Der Kapitän des Schiffs übergab mir den Brief und meint, dass der Adresse sat ziemlich weit weg von hier hinter der Felsen ist. Anscheinend dürft sich die beiden nicht persönlich treffen und nicht erkannt zu werden. Stell den Brief zu. Okay. Da haben wir auch jetzt die Brief für diese Geheimverhandlung. Ja, stimmt. Diese Geheimverhandlung, da haben wir. Okay, aber da ist auch wieder Geheimverhandlung. Okay. Wir gehen auch voll direkt dazu. Okay, erstmal. Wir gehen zu diese Schiffe.
Da haben wir die Brief. Vielleicht muss man die Brief wieder abgeben. So, machen wir langsam jetzt. Langsam, langsam. Aber wir sind auch sowieso jetzt langsam. Es wartet in der Interfesseltat ein Schiff auf uns. Ich gab den Brief ab und nach nur einer halben Stunde bekam ich einen Umschlag mit ihrer Antwort. Stell die Antwort zu. Okay. Jetzt muss man die Antwort zugeben. Okay, wieder zurück. Geheimverhandlung, geheim. Okay. Okay, das ist auch eine leichte Quest. Sie sehen auch, dass die Quests sind auch nicht so so schwer. Ne? Das ist auch sehr, sehr, sehr möglich, alles zu abschließen, glaube ich. Aber wir müssen auch erstmal auch diese Goldmünze sammeln, diese Piastre. Vielleicht bekommen wir auch Piastre jetzt durch die Aufgabe jetzt gerade. Es wäre auch nicht schlecht. In welche Übelgeschäft sind diese Leute verwickelt? Wenn sie sich nicht mal sehen dürfen, aber egal. Die Belohnung war hübsch hoch. Du erhältst 1000 zu. Okay. Haha. Da haben wir auch die Quests jetzt erledigt. Und wieder ein Geldgewinn gemacht. So, dann werden wir auch irgendwie wieder reisen. Man könnte auch diese Insel auch nun gut, es ist mir nicht sonderlich gut bekommen, die beiden Schiffe der Unterhändler zu sehen. Sie haben mir Söldner auf dem Hals geätzt. Okay, das ist auch nicht mal gut. So, man könnte auch noch mal auf die neue Welt gehen. Ich glaube, ich bin auch nicht so ganz sicher. Welt. Aha, darüber ist die neue Welt, oder? Ich bin nicht so ganz sicher, was ist mit dieser neue Welt. Aber Sie sehen auch, das sind auch so wie Portale. Vielleicht muss ich auch dort segeln. Ja, das kann auch gut sein, dass ich muss darüber segeln, dass wir gehen auf eine andere Welt, so andere Map. Und das ist irgendwie mit chinesischem Monument. Wir müssen auch irgendwie auf die Moral achten. Ich habe auch jetzt auch gerade gesehen, dass die Moral sinkt. So, jetzt die Tochter des Kaisers, da waren wir, jetzt wollen wir herausfinden, ob die Möglichkeit ein Audienz bei Kaiser gibt. Vielleicht ist eine Belohnung für den Ausgesetzt, der seine Tochter findet. Besucht die Hauptstadt der Kaiserinsel. Okay, und ja, Sie sehen auch, dass wir sind jetzt wie gesagt in diese neue Welt, so die neue Map. Das ist wirklich klasse gemacht, dieses Spiel. Aber große, große, riesige Map ist das wieder. Und da drüber so Viren in Segel, okay. Und da stehen auch, wie gesagt, wieder Sachen, wo ich will auch nicht unbedingt Inreise. Ah, okay. So, ich werde sagen, wir gehen zu die Tochter des Kaisers. Weil ich weiß auch nicht, wo das führt uns, diese ganze Map. Weil wir haben das auch noch nicht mal gesehen. So, ich habe auch noch nicht mal gesehen. Aber das, ich finde das toll, dass der Schiff, der geht von alleine.
über diese ganze Welt. Okay. Und jetzt sind wir zu unserer Quest. Kaiserinsel Obstadt. Aha. Jetzt Asien. Atmosphäre. Sehr schön gemacht. Die Tochter des Kaisers. Ich könnte keine Audienz bei Kaiser erhalten. Geschweige denn seinen Namen erfahren. Sie übt ihre Geheimnis strenge. Selbst die Agent des Ordens könnte seinen Aufenthaltsort nicht erfahren. Doch ist, es ist eine Belohnung auf die Tochter aufgesetzt. Finde etwas über die Tochter des Kaisers heraus. Okay, gut. Aber dadurch über diese schöne kleine Reise zum Anfang. Ich mache diese Part am Ende. Ich bedanke mich noch für dass du dabei warst. Egal wie viele Leute sie schaut, alle zusammen oder nur eine. Ich hoffe, sie haben noch jetzt diese Quest auch gesehen, wie das wird auch weitergeht. Da werden wir auch jetzt erfahren, wie das geht mit die Tochter des Kaisers. Die muss man auch finden. Okay, ich wünsche euch alles gut. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Bleiben Sie dran und ciao, mach's gut.